Herzlich willkommen zu Grotenburg TV. Heute nach den Feiern-Heimsieg gegen Wuppertal SV 2 bei mir Ernhard Bayerak. Ja, die erste Halbzeit habt ihr euch schwer getan, lag dann 1-0 hinten nach so einem Sonntagsschuss von denen. Kurz nach der Halbzeit machst du den wichtigen Anschlusstreffer und dann gehen wir in Führung. Beschreibt das Spiel aus deiner Sicht? Ja, unser Trainer hat uns natürlich wieder optimal auf das Spiel vorbereitet. Er hat uns gesagt, dass sie sehr, sehr schnell sind, auf Konter lauern. Und wir haben das die ersten Minuten nicht umsetzen können, dass wir unser Spiel aufziehen konnten. Dann haben wir natürlich einen Sonntagsschuss von deren Kapitän, war echt ein schönes Tor. Dann haben wir die letzten 5 bis 10 Minuten nochmal Druck gemacht, haben wir noch ein bisschen Pech gehabt mit Schaban und mit Jochen. Aber der Trainer hat uns dann in der Kabine nochmal richtig heiß gemacht. Und so konnten wir das Spiel nochmal wenden. Und verdient haben wir das Spiel noch mit 2-1 dann gewonnen. Ne? Heute ein sehr schwieriger Gegner, teilweise sehr nickeliges Spiel, immer versteckte Fouls. Wie schwierig ist es da in so einem Spiel ruhig zu bleiben? Ich denke mal, der Schiedsrichter hat eine souveräne Partie da abgeliefert. Er hat 2 berechtigte rote Karten da verteilt und Wuppertal war natürlich aggressiv und die wollten das Spiel auch gewinnen. Aber wir haben dagegen gehalten und verdient gewonnen. So, jetzt habt ihr 10 Tage spielfrei, meine ich. Wie wichtig ist das jetzt nach den englischen Wochen? Das ist enorm wichtig, weil wir haben jetzt 7 oder 8 englische Wochen. Das gibt es eigentlich im Fußball gar nicht, dass du so viele Wochen hast, wo du Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, und das schleift natürlich auch, dass du auch im Kopf müde wärst. Und ich denke mal, wir haben diese Pause auch verdient, sodass wir dann auch in 10 Tagen wieder uns auf die letzten 3 Spiele dann vorbereiten können. Gut, dann wünsche ich gute Erholung und alles Gute für die letzten Spiele. Vielen Dank. Vielen Dank.